Jeder hat tief in sich drin eine Message. Eine Stimme, die einem sagt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ein Traum, an dem man festhält, egal was andere dazu sagen. Und wir haben alle die Pflicht, unsere Privilegien zu nutzen, um die besten Versionen unserer selbst zu werden und andere zu inspirieren, es uns gleich zu tun. Denn wer, wenn nicht wir? Genau das ist Soul of Braunschweig. Ein Musikprojekt, bei dem Jugendliche ihre ganz persönliche Message in einen Song verpacken. Jeder dieser Birdies hat einen klaren Standpunkt, eine klare Emotion, die es in Musik umzuwandeln galt. Dafür haben wir sie an Orten besucht, die ihnen wichtig waren. Was ist passiert? Keiner glaubt mir, bin schon so weit, dass ich will nur raus hier. Bin ich ein Mensch oder Raubtier? Komm schon, mein Bruder, bitte glaub mir, was ich gerade mache, selber keine Ahnung. Bitte, die treffen gerne. Wir waren alle Fremde füreinander und es verlangt schon sehr viel Mut, über seine tiefsten Emotionen zu sprechen, wenn plötzlich ein ganzes Filmteam bei dir im Kinderzimmer steht. Vor dem ersten Kennenlernen waren wir doch alle ziemlich aufgeregt. Ab dem ersten Ton aber war klar, das hier wird ein Abenteuer, an das wir alle noch lange denken würden. Ich hab gegen Wind, das ist mein Kind. Und so formten sich langsam erste Hooks, erste Textzeilen, erste Melodien. Jedes Mal gab es den Moment, in dem sich alles auf einmal fügte. Und sogar du hast mich verlassen, aber was willst du da machen? Ich hab mich doch auf dich verlassen, liebe nicht dich, sondern liebe mein Schatten. Wo ich gerade schon dabei bin. Wir konnten es kaum erwarten, die Songs den anderen zu präsentieren und hatten noch immer das Ziel vor Augen. Ein fulminantes Konzert mit 12 professionellen MusikerInnen. Jeder sollte den anderen mit Background-Chören und Soul-Power supporten. Es gibt morgen eine Unwetterwarnung und die geht den ganzen Tag. Deswegen verschieben wir das Ganze auf den 24.09. Warte, was? Monatelange Vorbereitung, monatelanges sich selbst überreden, dass man den Mut dazu hat, seine tiefsten Gefühle vor Hunderten von meist fremden Leuten auszubreiten. Und das sollte alles einfach so gecancelt werden? Ganz sicher nicht. Wir machen morgen in unserem Wohnzimmer einen fetten Livestream. Wir hatten ja gar keine Ahnung, wie fett das werden sollte. Ganze 2000 ZuschauerInnen sahen den Livestream über den Abend verteilt. Auf einem YouTube-Kanal, der erst ein paar Stunden vorher registriert wurde. Bis heute schauen wir uns diesen Stream an und lachen und heulen gleichzeitig. Ob all dieser magischen Momente, die wir an dem Abend erleben durften. Wo wir zu dem Zeitpunkt des eigentlichen Gigs ca. 180 Karten verkauft hatten, verkauften wir weitere 80 während des Livestreams, sodass wir danach praktisch ausverkauft waren.
Als wir dann einen Monat später wieder zusammenkamen, um das tatsächliche Konzert zu spielen, kamen wir uns alle vor wie alte Veteranen, die eine gemeinsame Reise hinter sich hatten, die derart intensiv war, dass kein Außenstehender es jemals mitfühlen konnte. Soul of Braunschweig, das ist eines der besondersten Konzerte, das wir hier haben in dieser Saison. Ich glaube, ihr werdet eines Tages mal sehr stolz darauf sein, bei dieser ersten Show dabei gewesen zu sein. Ich sag mir, geht's nicht gut, doch ihr glaubt mir nicht. Ich werde meine Welt, doch ihr glaubt mir nicht. Ich sag, ich muss hier raus, doch ihr glaubt mir nicht. Ich sag, er tut dir weh, doch ihr glaubt mir nicht. Ich sag, er ist Rassist, doch ihr glaubt mir nicht. Ich sag, ich muss hier raus, doch ihr glaubt mir nicht. Erklär dir meine Welt, doch ihr glaubt mir nicht. Alle hören hin, doch keiner hört zu. Ich suche nach nem Sinn, ich spür ich nur noch Wut. Ich bin komplett überwältigt, was diese Jugendlichen auf die Beine gestellt haben, wie man so krasse Texte in dem jungen Alter schreiben kann. Egal wie lang der Weg ist, ich werde es schaffen und das ist meine große Motivation und das hat sich einfach in diesem Konzert einfach sich bestätigt. Das kam so authentisch und so natürlich und auch so selbstbewusst, fand ich mega krass. Es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich denke, ihr müsst es selbst erleben. Die Reise geht weiter und neue Talente stehen bereit, ihre Messages rauszuhauen. Also hört ihnen zu, schaut nicht weg, denn wer, wenn nicht ihr? Du bist eine Spaßverderberin, du redest so viel Zeug. Du bist viel zu dominant, du findest nie einen Freund. Doch ich sehe mich in der Pflicht, dich davor zu bewahren. Später AfD zu wählen, um einen Porsche zu fahren. Du findest das anstrengend, doch ich find's einfach richtig, um Respekt zu bitten, denn der ist für uns alle wichtig. Ich glaube ehrlich, ich hab hier die Peilung. Ach, und schwul ist kein Schimpfwort, das ist meine Meinung. Ich seh das 12-jährige Mädchen und sie weint, weil es keiner ernst mit dir meint. Ich sag dir nein, nein, du bist nicht klein. Lass keine falschen Menschen in dein Leben rein. Und ich sag dir, pass auf, lass sie reden, lass sie lästern, yeah. Vielleicht fühlen sie sich besser, yeah. Nicht gönnen bis aufs Fenster, yeah. Sie wissen immer alles besser. Wer sorgt für Veränderung? Wer spricht solche Themen an? Yeah.